Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Waste of Money Video präsentieren. Und dazu habe ich schon ein bisschen Gold ausgegeben, beziehungsweise wir wollen jetzt gleich noch ein bisschen Gold ausgeben. Ich würde sagen, wir gucken als erstes mal in meine kleine Tabelle rein. Ich habe nämlich hier mir schon in den letzten Tagen zwei Sachen gekauft gehabt. Und zwar einmal den Augenreißergurt. Das ist ein Item aus dem Hochfeld. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, sonst würde ich es nämlich vergessen. Für 15.000, was relativ günstig ist. Und dann haben wir uns noch ein Diadem der Hochgeborenen gekauft. Das ist aus Toss, also Tomb of Zergarus für 40.000. Heißt, insgesamt habe ich jetzt schon 55 ausgegeben. Gut, das ist noch irgendwie vom letzten Mal. Das können wir jetzt mal rausschmeißen. Und ja, diesmal will ich auch mal wieder ein paar Sachen im Auktionshaus zusammenkaufen. Ich habe ja mittlerweile hier meine BOE-Liste, ne, wo hier einige Sachen drin sind. Da werden wir jetzt hoffentlich das ein oder andere wieder rausstreichen können. Und ja, ich würde sagen, wir scannen mal das eine oder andere Auktionshaus und schauen mal, was wir da Schönes finden. Ich habe jetzt hier auf Blackmore schon mal ein bisschen vorgescannt. Das hat ja immer ein wenig Cooldown, da muss man ein bisschen gucken. Und hier sind schon ein, zwei Sachen, die mir ins Auge fallen, die relativ interessant für mich sind. Das erste, was wir hier sehen, hier ist ein Item für knappe 30.000. Leider ist es ein Platten-Item und da ich keinen Max-Level-Plattenschar auf dem Server habe, fällt es leider flach. Sonst hätte ich mir das sehr gerne gekauft. Dann das zweite, was wir hier haben, ist sind Hände. Kette. Das ist zum Glück hier ein Item, was wir uns holen können, denn das ist nur Gegenstandsstufe 60 und kann man mit 50 anlegen. Heißt, das können wir uns einmal kaufen. Kann ich mit dem Testschar lernen. Ist hier aus Uldir. Das werden wir uns jetzt einmal kaufen. Dann habe ich hier Hosen. Die sind bei 47.000. Ich habe jetzt beschlossen, dass ich hochgehe mit den Items, die ich kaufe. Und zwar auf bis zu 50.000 bei normalen Sachen und bis zu maximal 200.000 bei quasi removeden Items. Ne? Dass ich mal so ein bisschen die Spannen erhöhen können. Weil allzu viele Items sind es jetzt in mir. Ihr seht, 104 Items sind jetzt hier auf Blackmore noch drin. Da müssen wir jetzt ein bisschen hochgehen. Gut, also wir haben hier das Nialota. Eins für 47.000. Das würde ich mir kaufen. Dann haben wir hier aus dem ewigen Palast eins für 50.000. Das kaufen wir uns auch noch. Und was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch aus Uldir ein Item für 50.000. Das tüten wir uns auch noch ein. Und dann gucken wir mal. Oh, jetzt habe ich versehentlich abgemountet. Das wollte ich tatsächlich nicht. Jetzt gucken wir nochmal rein. Ob da noch irgendwelche tollen removeden Sachen drin sind oder irgendwelche World Drops. World Drops zähle ich ähnlich wie removed. Und diese Classic, diese paar Classic Dungeon Drops, die sind ähnlich selten wie World Drops. Aber wie wir jetzt hier sehen, ne. Da sind eigentlich keine Sachen mehr dabei. Das sind alles, wenn dann aktuelle Sachen oder irgendwelche BFA Legion Raid Drops. Die kriege ich bestimmt auch nochmal günstiger. Gut, dann sind wir eigentlich auf dem Server schon mal fertig. Was haben wir jetzt ausgegeben? Ach, ja gut, das zählt. Sieht man jetzt nicht gescheit, weil ich vorhin ein bisschen Gold hin und her geschickt habe. Für Aktionen, die wir später noch auf dem anderen Server gucken. Deswegen müssen wir das jetzt manuell ein wenig zusammenzählen, was wir hier ausgegeben haben. Also ich habe ausgegeben 40.000, 50, 50 und knappe 48. Wenn wir das hier ein bisschen aufrunden, rechnen wir das mal kurz zusammen. Also wir haben 100 einmal. Plus 40 plus 48. Dann sind wir bei 188. Und die Sachen kann ich alle jetzt hier mit dem Char nicht lernen. Die muss ich jetzt dann halt noch ein wenig weiterschicken, beziehungsweise aus meiner Tabelle austragen. Das Gold habe ich jetzt schon mal eingetragen, also Blackmore 188.000. Dann gucken wir als nächstes, ich habe auf Antoni das auch schon gescannt, hier auf Anto. Und da habe ich auch ein, zwei Sachen gefunden, die ganz interessant ausschauen. Hier haben wir erstmal ein aktuelles Gear-Teil, Schicksalshaft aus dem LFR für 40.000. Das würde ich mir tatsächlich kaufen, denn hier auf Antoni das habe ich auch Max-Level-Chars und da kann ich das tatsächlich auch lernen. Also das kaufen wir uns schon mal. Und dann beißt es eigentlich schon aus. Die sind jetzt hier über 50.000, da würde ich jetzt erstmal die Finger von lassen. Und sonst, was haben wir da noch so? Alles uninteressant, bis 100.000. Nee, da ist auch tatsächlich nichts mehr drin. Das erste Removede ist jetzt hier bei 198, aber ich glaube, das kriege ich woanders günstiger. Und das ist das Scholo. Nee, das sagt mir jetzt auch nicht zu, da finde ich auf dem anderen Server noch günstigere Sachen. Also, dann haben wir hier auf Anto 40.000 und das muss ich dann noch rüberschicken, auf einen anderen Charakter rüber. Und zwar schicken wir das einmal, was haben wir hier?
Platte zu meinem Plattenschar. Und zwar den Warrior. So, da la. Gut, das haben wir auch schon drin. Und dann gucke ich mal die anderen Server noch durch, hätte ich gesagt. So, Dola, ich bin mal weiter geswappt hier auf den Server Lothar und ich muss sagen, das können wir wohl vergessen. Das hier ist ja ein Low-Pop-Server, nur ab und an sind da so ein paar günstige Schmankerl dabei. Ich habe jetzt gerade gescannt, hier sind insgesamt 23 Items noch im Auktionshaus. Ihr seht, das ist alles, was ich kaufen kann. Langsam zeichnet sich ab, dass ich schon ziemlich viel Stuff habe, ja, was gut ist. Und hier geht es halt einfach bei 200.000 los, ne? Also wirklich... Flat 200.000 sind wir dabei beim 291er HC Schicksalshaft, also ein Fated Item. Und ja, das ist natürlich alles zu überteuert. Also da werde ich mir tatsächlich nichts kaufen. Aber hier ist es schon sehr, sehr übersichtlich. Und ich würde sagen, das scanne ich dann lieber auf noch ein paar anderen Servern und gucke, ob wir uns da was Günstiges holen können. So, Dola, ich glaube, das können wir auch wieder kurz machen. Ich habe jetzt hier auf Equin weiter gelockt und einmal schon gescannt. Ihr seht, da geht es ab 100.000 los. Hier sind auch, so wie ich sehe, keine rausgepatchten Items dabei. Das erste, was wir hätten, ist hier dieses Leder-Item für 300.000. Ist jetzt noch ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack. Und ja, da sind zumindest hier, wie ihr seht, 41 Items drin, also ein bisschen mehr. Equin war, glaube ich, mal ein voller Server, ist es jetzt aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die nächsten weiter. So, Dola. Ich habe jetzt wieder ein bisschen weiter gelockt, bin einmal auf Errol da. Und hier ist jetzt auf den ersten Blick nichts Tolles drin, auch nur 57 Items overall. Und es geht hier halt los bei 85.000. Mir ist aber eins aufgefallen, und zwar die Klinge von Schattenfang. Die ist aus der Burg Schattenfang ein ziemlich rarer Drop tatsächlich. Und den wollte ich mir eigentlich auf einem anderen Server kaufen. Da hatte ich das Ding nämlich gesehen für 150 und dachte, dass es am günstigsten auf dem Server ist. Aber... ich habe ein bisschen was verkackt und ich kann euch das jetzt mal zeigen. Es gibt ja im anderen Journal, gucke ich die Sachen immer nach, auf welchem Server die wie günstig sind, ne? Und hier auf Erreda ist es tatsächlich, wie ihr seht, hier unten jetzt am günstigsten. Die Geschichte ist, ich hatte hier vorher nicht umgestellt gehabt, ne? Und hier kannst du verschiedene Item-Level-Sachen umstellen. Das müsste zwar dieselbe ID sein, aber es ist halt ein verschiedenes Item-Level, ne? Und jetzt zum Beispiel Twisting Netter war jetzt hier auf der Liste das günstigste und ich habe es auf Kazak für 150 gesehen. Jetzt habe ich mir schon Gold auf Kazak rüber gebastelt. Und habe vorher jetzt gerade nochmal Erre da gescannt und sehe, dass es da halt günstiger ist. Ne? Ich hätte vielleicht alle Dinger hier umschalten müssen, also alle Item-Level-Brackets, falls ihr auf anderen Servern auch was kauft. Achtet bei sowas immer drauf. Das ist nicht bei jedem Item so, dass man Item-Level umschalten kann. Bei manchen alten ist es komischerweise der Fall und da kann man sich teilweise echt was sparen. Ne? Also wenn ich jetzt auf 36er Item-Level gehe, ist es bei 120. Und wenn ich jetzt auf 31 gehe, ist es wahrscheinlich teurer, oder? Okay, das ist auch auf Erre. Okay, das war jetzt ein schlechter Beispiel, auch 120. 29, schauen wir mal, wie es da aussieht. Ja, da ist jetzt nur eins drin für 850.000, ne? Also da sind halt dann die Unterschiede schon relativ gut und groß. Gut, ich würde sagen, wir kaufen uns das jetzt hier. Dann muss ich halt schauen, was ich auch mit dem Gold dann auf Kazak mache, ne? Vielleicht werde ich das dann anderweitig verwenden. So, Dola. Also, das haben wir uns jetzt einmal gekauft. Das müsste ich doch mit dem... ah, ne, ist ein Schwert, ne? Es ist kein Dolch. Das ist einmal ein Schwert, heißt, das müsste ich dann wegschicken. Jetzt hier mal meinen Postkasten raus. Ich bin hier gerade ein bisschen in der Pampa mit dem Char, weil ich hier gerade ein paar Quests am Farmen bin, beziehungsweise Dailies mache für dieses, ja, für dieses Mount, was man im Ugorokrat das Hordler holen kann. Das Mount habe ich schon, aber die Quest zum Mount habe ich nicht und die bin ich gerade am abarbeiten. So, dann schicken wir das einfach zum Worry, der müsste auf jeden Fall ein Schwert tragen können. Und dann müssen wir nochmal eintragen, was wir dafür ausgegeben haben. Gut, das können wir aufrunden, ne? 120.000 waren das jetzt, hätte ich gesagt. Und das trage ich dann einmal in meine Liste noch mit ein. Also, Lothar hatten wir ja gesagt 0. Und Erreda sind dann 120.000. Equin hatten wir auch nichts gekauft. Dann schauen wir jetzt noch auf Blackhand und Thrall. Und zu guter Letzt werden wir dann noch einmal auf Kazak schauen. Da habe ich schon ein bisschen Gold rüber gebastelt. Muss ich mal schauen, was wir mit dem Gold dann machen, weil wie gesagt, diese eine Klinge von Schattenfang, die fällt dann raus. Aber vielleicht können wir da das ein oder andere noch kaufen, was sonst noch drauf ist. Gut, ich bin jetzt auf Blackhand weiter geswitcht. Ich habe das jetzt mal auf dem Test-Account mir einen Char gemacht, dass ich schneller hier scannen kann, ne? Und ich habe zwar jetzt auf dem kein Gold und der ist auch zu low, um Temok zu lernen, aber zumindest kann ich direkt den Scan durchhauen. Hier geht es jetzt aber bei 82.000 los. Es sind relativ viele Items hier drauf, 123, also das schon.
Und so das erste, was mir ins Auge sticht, wäre jetzt hier die neu geschmiedete Klinge des Helden. Die habe ich aber auf Kasak, wo ich mir ja Gold rüber gebastelt habe, günstiger gefunden. Also die werden wir sicher da kaufen. Und sonst, ja, sind zwar viele Sachen drauf, aber jetzt nichts in dem Preisrahmen, was ich mir gesetzt habe. Heißt, das können wir hier eigentlich knicken. Da können wir einmal bei Blackhand auch eine 0 eintragen. Dann haben wir jetzt noch Thrall und dann gehen wir auf Kasak als letztes. So, Dola, nächste Server durchgescannt. Wir sind jetzt auf Thrall angekommen und ja, hier sind jetzt noch zwei Sachen, wo ich sagen kann, ja, die kann man kaufen. Einmal hier aus Heimall und aus der Höllenfeuer-Zitadelle haben wir jeweils ein Item, einmal 45.000, einmal 49.000. Ich würde sagen, die schnabulieren wir uns beide. 1 und 2. Aber auch nur, weil ich ja jetzt das Mini oder bei den normalen Items das Maximum auf die 50.000 angehoben habe. Die können wir jetzt aber beide nicht lernen, oder? So wie es aussieht. Nee, das ist Platte und Stoff. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe meine Testchars da gelöscht gehabt. Gut. Schauen wir mal, ob der Stoffchar noch am Start ist. Nee, den habe ich gelöscht. Perfekt. Okay, die muss ich dann erstmal wieder erstellen und dann können wir es rüberschicken. Okay, das waren jetzt 94 so rum. Also, jetzt haben wir quasi auf meinen normalen Servern zusammen 442 ausgegeben, plus die 55, also knappe 500.000. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was auf Kasak mir rüber gebastelt. Das ist ein großer englischer Server. Und da werden wir jetzt mal gucken, ja, was wir da noch kaufen können. Ein bisschen habe ich schon verkackt, weil das eine, diese eine Klinge von der Burg Schattenfang, oder wie die auch jetzt genau hieß, die wollte ich eigentlich da kaufen. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir uns was anderes mit dem Gold kaufen. Oder ich lasse das da halt liegen, das werden wir aber dann gleich sehen. So, Dola, ich bin jetzt auf dem letzten Server und zwar habe ich mir einen Loadchar auf meinem Test-Account gemacht, dass ich hier auch schnell wieder scannen konnte. Und hier auf Kasak gibt es einige günstige Sachen. Das Problem ist, ich hatte mir erstmal aufgeschrieben, was ich kaufen will und mir dementsprechend wieder Gold rüber gebastelt. Ne? Mit mehreren Accounts ist das ja relativ easy machbar. Die Geschichte ist jetzt, dass ich mir einen Teil auf Erida jetzt schon gekauft habe und dass meine Rechnung nicht so ganz aufgeht. Seht ihr diese Klinge von Schattenfang? Die habe ich mir auf Erida ja für 120 gekauft. Hier war die für 150 drin. Heißt, die fliegt jetzt schon mal raus. Bedeutet, vielleicht kaufen wir uns dann einfach irgendwas anderes stattdessen und dann werden wir sehen. Gut, was will ich mir hier kaufen? Erstmal hier ein paar günstige Sachen, die unter 100 oder unter 50 Gold oder unter 50.000 sind, so rum. Das Ding hier auf Stufe 60, das kann ich mir schon mal nicht kaufen, weil das kann ich dann nicht lernen mit Testchars. Aber hier das Ding, das kann ich mir schon mal kaufen. Das ist einmal aus dem Eternal Palace, 25.000. Das tüten wir ein. Dann, was haben wir hier? Das ist ein Stufe 60 Ding, das fällt schon mal raus. Hier haben wir eine Stufe 45 Item. Das kann ich mir auch kaufen. Das ist aus dem Grabmal. Da tüten wir auch ein. Dann haben wir hier ein Item aus Nyalota, 50.000, eingetütet. Dann haben wir hier noch ein Item aus Nyalota, das tüten wir auch ein. Dann haben wir hier den Krollkrummsäbel. Das ist ein Item aus so einer Plünderkiste und das ist eine relativ seltene Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch offen habe. Oh, bestimmt habe ich es noch irgendwo, Krollkrummsäbel. Genau, hier haben wir den. Seht ihr das? Der ist hier für 59.000 drin. Der nächste ist für 100.000 drin und dann geht es hier hoch, 500.000, 1.000.000 und so weiter. Also im Schnitt sind die eher bei 1.000.000 und drüber. Der hier für quasi unter 100.000 ist schon echt eine ziemliche Seltenheit. Heißt, den werden wir uns auf jeden Fall auch holen. Diese Kisten sind nämlich übelst kacke zum Farmen und das Ding scheint relativ selten zu sein. Genau, also das haben wir auch. Was haben wir jetzt ausgegeben? Na gut, jetzt sehen wir es natürlich nicht vernünftig, weil ich das Gold ja aus dem Postkasten genommen habe. Gut, egal. Ich habe hier rüber gebastelt 1.265.000 und die 65.000 sind quasi der 5%-Cut. Ne? Die sind halt quasi verloren gegangen, aber das ist nicht so wild, weil wir uns ja hier einiges einsparen. So, dann haben wir hier die neu geschmiedene Klinge des Helden. Auf dem anderen Server war die, glaube ich, bei irgendwie 200.000. Hier ist die drin für 75 und da habe ich auch eine schöne Liste, die ich mir rausgesucht habe. Hier gibt es halt verschiedene Sachen. Auf Kasak ist sie für 75.000 drin. Es gäbe jetzt noch eine günstige für 50.000. Also ich könnte mir 25.000 sparen. Ich werde mir die jetzt aber trotzdem hier auf Kasak kaufen. Das ist das zweitgünstigste. Weil sonst muss ich nochmal irgendwo Testchars auf dem nächsten Server wegen einem Item anfangen. Das mache ich tatsächlich nicht. Man hat nur begrenzt Testchars die Woche. Ich glaube 8 kannst du erstellen. Und da wird es dann eh schon ein bisschen eng bei mir. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns die noch.
dann die anderen Sachen, das kannst du alles knicken. Jetzt guck mal, ob noch ein paar rausgepatchte Items drin waren. Genau, Ernteumhang 132.000, den hatte ich auch rausgesucht. Und da gab es einen für 129.000 und hier einen für 135.000, das ist ein bisschen was um. Da selbes Argument, da werde ich nicht anfangen wieder mit irgendeinem anderen Server. Ein paar Mal andere, auf ein paar anderen Servern ist es auch noch drin, aber da sind wir dann gleich schon bei mehreren Hunderttausend bzw. Millionenbeträgen. Also das ist schon auch ein selteneres Item, also das holen wir uns auch. Dann haben wir hier den perlenbesetztes Raptor-Halsband, habe ich das auch irgendwo noch offen? Perlenbesetztes Raptor-Halsband. Da haben wir hier auf Burning Blade was für 100.000 und hier ist es für 150. Das muss ich überlegen, ob ich das kaufe. Das schieben wir jetzt vielleicht mal nach hinten. Dann Netzschwingen-Umhang. Den haben wir einmal hier. Da haben wir den auf Kazakh für 150. Hier für 500.000 und dann geht es bei einer Million los. Also den werden wir uns auf jeden Fall kaufen für 150. Also sind selbstverständlich jetzt alles rausgepatchte Items, ne? Also es sind keine normalen, die du noch kriegen kannst, sondern die sind removed vom Spiel quasi. Dann haben wir abysischer Plattengurt des Feuersturms. Wo habe ich den Plattengurt? Das ist, glaube ich, der hier. Kazakh hier 150 und dann haben wir hier 400.000 und weiter. Also auch das, denke ich mal, rentiert sich. Auch den werden wir uns einmal für 150 kaufen. So, dann haben wir Handschuhe des Pioniers. Wären die nächsten? Achso, das war das andere, was wir uns vorher als Meme angeguckt hatten. Das war das falsche. Handschuhe des Pioniers. Ah ja, hier. Die sind halt ein bisschen günstiger auf verschiedenen Servern. Ne? Auf Kazakh ist es für 150 drin. Und hier haben wir es einmal für 800, für 80.000. Da auch nochmal für 80, also ich glaube, die, weiß ich nicht, schieben wir jetzt lieber auch mal nach hinten. Dann Gürtel des Gerufenen, das ist ein Item, glaube ich, aus dem Classic Dungeon, aus Sholo, genau. Und das, diese Classic Dungeon Drops sind auch extrem selten. Und wenn wir hier einmal gucken, da haben wir jetzt auf Kasmodan einen für 149.000, also 2 Gold günstiger als hier auf Kazakh. Also das ist, glaube ich, ein No-Brainer, das können wir uns kaufen, das Ding. So, was haben wir jetzt noch left? 100, 300k haben wir jetzt noch left. So. Haben wir hier diese Pioniers-Dinger noch? Die hier, die könnte ich mir jetzt beide kaufen, die waren auf anderen Servern günstiger. Jetzt habe ich hier noch einen Wattle World Drop, den könnte ich jetzt eventuell noch nachschauen, ob wir den vielleicht noch kaufen. Wie heißt denn das Ding? Gezahnter Schlägel der Wobei, ich glaube, der Schnelligkeit, das brauche ich gar nicht. Ich brauche einfach nur, anscheinend habe ich mich ein bisschen verschrieben, okay. Tu mal's rauskopieren. Seit ich hier Cola über meine Tastatur gekippt habe, kommen dann immer teilweise Buchstaben doppelt. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Oder ich vertippe mich auch selber, ne? Das mag auch vorkommen. Also dieser Schlägel ist... Ah ja. Der wäre hier halt für 161 tatsächlich am günstigsten drin, ne? Es ist aber halt kein rausgepatchtes Item. Das ist jetzt ein... Das ist jetzt einfach ein Item, was halt extrem selten ist, weil es halt so ein Wattle World Drop ist. Da bin ich jetzt echt am überlegen. Also ich könnte mir natürlich das hier kaufen. Hier ist noch diese Zaubereiklinge, die ist meistens auch verdammt selten. Hier noch drin, schwelende Hosen. Die könnte ich vielleicht auch nochmal gucken. Die im Verhältnis günstig ist. Oder ich kaufe mir einfach die einen beiden Dinger für 150, die ich theoretisch auf anderen Servern noch einen Ticken günstiger kriegen könnte. Die schwelenden Hosen, die sind tatsächlich, wenn man jetzt hier guckt, mit 190 schon günstiger als auf allen anderen Servern. Ne? Bis 200k hatte ich ja gesagt, würde ich mir jetzt hier die Dinger kaufen. Das könnte ich theoretisch machen. Wäre halt die Überlegung, was wir uns sonst noch holen. Wenn jetzt knapp 200k könnte,
Und ich lasse halt ein bisschen Gold hier left. Ich denke mal, hier auf dem Server wird bestimmt nochmal das ein oder andere auch sein, was man sich vielleicht kaufen könnte. Ja, komm. Ich kaufe mir die schwelenden Hosen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen über 100k. Ich denke mal, das Zeug lohnt sich jetzt nicht wirklich. Die kann ich eh nicht lernen. Denk mal. Ich schaue jetzt einfach mal bei dem Item nach, aber ich vermute jetzt mal, dass das auf anderen Servern tatsächlich günstiger sein wird. Sonst lasse ich halt die 100k da und gebe die halt beim nächsten Mal oder so aus. Ne? Das ist jetzt auch nicht so wild. Tatsächlich, das günstigste ist auf Kassak. Ha. Ha. Also eigentlich würde ich das jetzt nicht für den... Na gut, hier können wir die Item-Level nicht umschalten, weil es sind dann tatsächlich andere Items, ne? Die Geschichte ist, wobei, das ist jetzt Item-Level 60. Moment. Achso, warte mal, ich habe es geschlossen, ne? Gucken wir mal, ob... Das war jetzt nämlich Item-Level 50. Ne, ist auch Kassak das günstigste, tatsächlich. Auf allen anderen ist es gut teurer, ne? Also eigentlich hätte ich das jetzt nicht gekauft für 75, aber da wir ja jetzt hier fertig werden wollen mit dem Gold, ne, können wir das noch raushauen. Jetzt habe ich noch 44.000 über. Ich könnte das jetzt in Pets investieren oder lassen wir einfach diesen kleinen Restbetrag da. Gut, jetzt haben wir einige Items, die können wir jetzt mal rausholen. Da muss ich jetzt mal noch gucken, dass ich auf meinem zweiten Account ein paar Testchars erstelle und das dann noch lerne. Die sind gerade blöderweise auf Cooldown. Ne? Ich musste vorhin auf Thraldi nochmal neu erstellen und so. Da kannst du ja immer nur 4 in der Stunde erstellen und 8 insgesamt in der Woche. Heißt, die Sachen können wir jetzt leider nicht lernen. Aber ich kann euch schon mal zeigen, wo wir jetzt mit dem Gold stehen. Und zwar habe ich das jetzt schon mal eingetragen. Wir haben jetzt ausgegeben hier auf Blackmore 188k, auf Antonidas 40k, Lothar nix, Erida 120, Blackhand nichts, Ralf 94 und Equin 0. Dann waren es insgesamt auf den Servern, wo ich meine normalen Chars habe, 442.000. Dann hatten wir die 15k für diesen Augenreißergurt davor schon ausgegeben und fürs Diadem 40. Das ist quasi das Timok von hier unten. Und dann auf Kassak habe ich jetzt rübergebastelt 1.265.000. Davon sind etwa die 65.000 die 5% Auktionshaus-Cut. Und übergeblieben sind jetzt um die 44k. Aber das rechne ich jetzt ehrlich gesagt nicht raus. Das sind Peanuts im Verhältnis. Heißt, wir haben jetzt ausgegeben 1.762.000 Gold. Jetzt können wir theoretisch die Sachen noch aus der Liste rausschmeißen, die wir uns jetzt hier geholt haben. Warte mal, ich ziehe das jetzt mal kurz rüber. Ich habe das mittlerweile in den Google Sheet überführt, dass ich das quasi, wenn ich mobil die Sachen checken will, auch machen kann. Und da können wir jetzt ein paar Sachen nur rausschmeißen. Dann seht ihr das vielleicht auch mal, was ich jetzt hier habe. Also ich habe einmal aus dem LFR hier Schwarzbänder des Schleichers. Die kann ich jetzt schon mal rausschmeißen. Und zwar, wo haben wir die? Das ist Eternal Palace. Hier unten des Schleichers. Und das ist LFR, oder? Ja, Schlachtzugsbrowser. Also dann nehmen wir das hier mal raus. Muss ich bloß immer gucken, dass ich beim richtigen bin. Aber warte mal, dann habe ich alles, oder? Normal habe ich, HC habe ich. Ja, da kann ich das komplett rausschmeißen. Sehr schön. Zeile löschen. Halt, nee. Ich muss hier Ding machen. Doch hier, das hier, ne? Wunderbar, dann haben wir wieder eins weniger. Dann, was habe ich denn noch gekauft? Dann aus dem Grabmal des Sagras. Beweis der Akolyten irgendwas. Sagras hier oben. Das ist das hier. Und das ist einmal auch aus dem LFR. Ah, nice, das war auch das letzte. Dann können wir das auch rausschmeißen. Seht ihr? Zeile löschen, okay. Dann, was habe ich mir noch gekauft? Aus Nialota, aus dem HC. Verheimlichten Absichten. Nialota. Ist das... Doch, das ist ein Gürtel.
Ah, hier. Gürtel der verheimlichten verheimlichten Absichten. Und das ist einmal aus dem Heroisch. Da haben wir aber noch einige andere Schwierigkeitsgrade. Dann können wir HC löschen. Und dann sind es jetzt hier noch drei. Dann hatte ich nochmal aus Nialota Fußpolster der schrecklichen Täuschung. Und zwar ist das auch aus dem HC. Fußpolster ist schreckliche Täuschung. HC. Dann ist es hier ein Item. Dann hatte ich den Krollkrummsäbel, dass ich es noch rausbringe. KKK. Krollkrummsäbel. Der müsste hier irgendwo. Hier, Krollkrummsäbel. Der ist hier aus so einer komischen Plünderkiste, ne? Und das, die findest du richtig selten, diese Items. Das kann auch einmal weg. Dann hatte ich die neu geschmiedete Klinge des Helden. Das war, glaube ich, hier unten irgendwo. Wo hatte ich denn das drin? Ach, das war so ein Schmiedekunst. Das ist irgendwie unter Schmiedekunst. Keine Ahnung warum, aber da war es im All the Things drin. Also das kann einmal raus. Dann waren es jetzt, glaube ich, noch ein paar rausgepatchte Items. Beziehungsweise, was war hier noch? Ah ja, genau. Ich hatte noch aus dem Grabmal des Sageras hier oben. Das sind Stiefel, Treter, panische Flucht, oder? Panische Flucht, wo haben wir es? Die hier. Und die sind einmal aus dem Heroisch kriegsgeschmiedet. Also Warforged ist wurscht, Heroisch. Dann kann das raus, dann haben wir hier auch noch eins. Dann habe ich noch einen Gürtel aus Scholo. Und zwar, das ist wahrscheinlich der hier, oder? Ja, der Gürtel hier. Dann wären es auch ein paar weniger Classic-Items. Und dann waren es jetzt noch drei rausgepatcht. Gut, die muss ich wahrscheinlich einmal suchen. Das macht es dann ein bisschen einfacher tatsächlich. Hier, schwelende Hose hatten wir uns gekauft. Das kann einmal raus. Dann kann raus Enteumhang. Aha, den haben wir da oben. Und was haben wir dann noch gekauft? Netzschwingen-Umhang, der kann dann auch noch raus aus meiner Liste. So, den können wir rausschmeißen. Und dann ist es noch ein Item, und zwar einen Gürtel. Und der schimpft sich abysischer Plattengurt des Feuersturms. Den können wir dann auch noch einmal rauskicken. Oi, habe ich den gar nicht drin? Strange. Ah, den hatte ich gar nicht auf der Liste. Interessant. Interessant. Ah. Ich sehe gerade, zwei Items kann ich sogar lernen, weil die für Stufe 5 und Stufe 10 sind, ne? Gut, okay, dann brauchen wir den gar nicht rausschmeißen. Jetzt kann ich euch vielleicht nochmal zeigen, wie es jetzt aussieht. Kann ich das hier... Ah, ne, das kann ich irgendwie nicht größer, kleiner machen, warum auch immer. Achso, weil ich das hier noch offen habe, wahrscheinlich, oder? Ne, okay. Hier, jetzt sind es quasi in Classic schon ein paar weniger Items. Hier sind es auch einige rausgefallen, vor allem im Hochfels, ne? Da wird es jetzt langsam weniger. Und, ja, hier haben wir jetzt auch eins wegbekommen, das Schmiedekunst-Item, die Angelsachen. Weiß ich nicht, ob ich die noch irgendwann finde. Eins von den Dingen ist rausgeflogen. Und, warte mal, wer hat noch eigentlich auch... Ah ne, hatte ich mir den World Drop gekauft? Ne, den hatte ich mir nicht gekauft, ne? Den wollte ich mir kaufen, genau. Und bei den Removeden sind es halt ewig viele Items, ne? Ich habe aber geguckt im Undermine Journal, die meisten, die hier als TSM Group gemarkt sind, und das ist die Mehrzahl der Items, die sind auf keinem einzigen Server im Auktionshaus. Das ist halt eine alte Gruppe von allen möglichen BOE-Items, die mal im Spiel waren, und die sind fast alle nicht drin, ne? Also wirklich gar kein einziges. Und teilweise schon über 5 Jahre nicht im Auktionshaus. Also die werde ich wahrscheinlich nie mehr rankommen, aber hier von den Sachen, ne? Da, um die geht es ja hauptsächlich. Gut, das war's dann eigentlich mit dem kleinen Collection-Update. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ah ne, nicht Collection Update, Waste of Money und Collection Update in einem quasi, weil es ja auch einiges um Collection ging. Und ja, dann sehen wir uns wieder, sobald ich wieder ein bisschen Gold raushauen kann. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tiller, bis dann, ciao.